Guten Abend, ihr Kinder der Dunkelheit. Heute wird es etwas dämonisch. Okay, genug der Mätzchen. Ihr seht, es gibt ein neues Speedpainting. Ihr werdet wahrscheinlich schon in Weihnachtsstimmung sein. Morgen wird Weihnachten sein, wenn ihr dieses Video an dem Tag guckt, an dem es rauskommt. Aber ich habe irgendwie noch überhaupt keine Weihnachtsstimmung und das sieht man wahrscheinlich auch an diesem Bild. Ich fange einfach mit der Entstehungsgeschichte dieser Dame hier an. Und zwar hat es viel damit zu tun, wie ich mich gefühlt habe in den letzten Wochen. Also ich habe recht viel Stress gehabt, viel Uni, viel Arbeit, viel alles, nur nicht viel Schlaf und nur nicht viele eigene Zeichnungen in der Zeit. Teilweise habe ich es noch nicht mal an einem Tag geschafft, kurz am Schreibtisch zu scribbeln, sondern das höchste der Gefühle war halt in der Bahn zu zeichnen. Und ja, dementsprechend bin ich jetzt auch ziemlich down. Ich glaube, ich habe auch öfters mich beschwert, dass ich so viel zu tun habe. Das habt ihr wahrscheinlich schon mitbekommen, auch in den Streams, die ich dann immer zu später Stunde veranstaltet habe. Übrigens, Dankeschön fürs rege Zuschauen da. Das macht mich sehr froh. Und jo, eigentlich hat an dem Tag zeichentechnisch überhaupt nichts geklappt. Also wirklich gar nichts. Nicht mal kleine Skizzen und ich habe mich tierisch aufgeregt. Und irgendwann um 11 Uhr abends hatte ich dann so meinen negativen Tiefpunkt erreicht und habe böse Musik gehört und habe mich ein bisschen ausrastenderweise durch meine Wohnung bewegt, bis mich dann irgendwann die Musik gepackt hat und ich wollte eigentlich eine Kreatur, also nicht unbedingt was Dämonisches zeichnen, aber etwas, was die Vorwürfe ausdrückt, die in meinem Kopf waren, dass ich halt nichts hinbekommen habe, obwohl ich so lange darauf gewartet habe, endlich mal Ruhe zu haben, um zu zeichnen. Halt etwas sehr Negatives. Ich wollte auch vielleicht sogar Sprechblasen einbinden und alles Mögliche. Und irgendwie hat sich das Ganze dann aber von alleine gedreht. Ich habe halt währenddessen weiterhin Musik gehört und aus einer Figur, die einen hochnäsig anguckt mit geöffnetem Mund zum Reden, wurde dann eine ziemlich kantige, erst ein bisschen alienmäßige Dame. Und ich nenne sie jetzt die Dragon Queen, die Drachenkönigin. Und ich denke, warum ich das tue, sieht man hoffentlich am Ende des Videos, wenn ihr die fertige Dame seht. Und jo, aus diesem negativen Gefühl heraus, ich sollte irgendwas zeichnen, was zeigt, wie sehr ich genervt bin von mir selbst, wurde etwas, dass ich, ja, ich wollte eine schöne Kreatur zeichnen, die edel ist, aber auf keinen Fall sexy. Und jetzt bin ich wieder mit etwas rausgekommen, wo die meisten Leute sagen, es ist ultra creepy, gruselig und hässlich. Aber ich muss gestehen, dass ich das schön, also dass ich der Dame Schönheit zuordnen würde auf ihre eigene Art und Weise. Attraktivität. Ich mag diese kantigen Dinge, diese seltsamen Augen. Und diese riesigen Hörner und Hörnchen an ihrem Körper. Der genaue Gedanke zu ihr ist echt schwer in Worte zu fassen, aber es wurde so langsam klar, dass diese Dame irgendwas Adliges an sich hat, irgendwie etwas Königliches, und sie sollte
nicht auf einen herunterschauen. Also es sollte nichts Hochnäsiges sein, aber es sollte für mich als Betrachter so wirken, als würde ich sagen, oh, da kommt jemand von hohen Rang oder von jemanden, vor dem man niederkniet oder jemanden, der imposant ist. Und so ein bisschen dramatischen Blick wollte ich eigentlich gar nicht so machen, sondern es ist so, es soll ein Vorbeigehen sein, deswegen wehen ihre Haare auch leicht zur rechten Seite. Und wie in einer Parade, wie man adlige Menschen halt so als normaler Typ hier angucken würde. Und man kann sich sozusagen freuen, dass ein Blick auf einen geworfen wird, aber dieser Blick ist halt nicht hochnäsig, sondern es ist einfach nur teilnahmslos und ernst. Ja. ich hoffe, dass es jetzt für euch nicht zu weit hergeholt und dass ihr das gar nicht seht. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir mal sagt, ob ihr das irgendwie verstehen könnt oder euch überhaupt interessiert für seltsame Stories von den Bildern. Schließlich beeinflussen die euch dann auch, wenn ihr das Bild anschaut. Ihr könnt euch nicht unbedingt die erste eure eigene Meinung bilden. Das wäre ganz gut, wenn ihr mir da mal was zu in den Kommentaren schreibt. Ansonsten lasse ich diese umschweifenden seltsamen Stories demnächst mal raus, weil es ist für mich auch sehr schwer in Worte zu fassen und vor allen Dingen heißt es ja nicht, dass es eine coole Idee ist, die ich da habe. Und es heißt ja auch nicht, dass ich hier was Cooles euch präsentiere. Naja, aber für mich ergibt es momentan, ich habe das Bild jetzt seit 2-3 Stunden fertig, immer noch Sinn. Ich weiß nicht, ob es für mich morgen noch Sinn macht, wenn ich die Dame erneut anschaue. Aber ich habe das Gefühl, dass ich mit diesem Bild nicht so viel verkehrt gemacht habe. Wie ihr sehen könnt, ist es recht groß. Also ich glaube, es ist irgendwie, was ist denn das, 60 mal 50 cm, irgendwie sowas. Einer meiner größten Aquarellblöcke ist das. Und ja, ich habe mit Buntstift angefangen, einfach zu skizzieren. Und da konnte ich natürlich nicht viel wegradieren und habe dann mit Aquarell drüber gemalt, zwischendurch noch mal eine Schicht Buntstift drüber und den Hintergrund hatte ich zuerst überhaupt keine Idee. Dann dachte ich an so eine Tropfsteinhöhle oder irgendwas Felsiges, aber ich habe irgendwie gemerkt, dass die Dame dann zu wenig Fokus hätte, wenn ich in den Hintergrund noch irgendwas Krasses, Aufwendiges, Detailreiches mit viel Physikkram mache und wenn dann nur so ein paar graue Flächen von Steinmustern wären, sähe das eigentlich zu billig aus, war da so mein Gedanke. Und nach ein bisschen hin und her überlegen, habe ich mich halt für einen komplett grauen Hintergrund entschieden. Den habe ich dann mit leicht verdünnten Acryl gemacht, mit der halt auch stark deckt, weil Aquarell ist ja nicht sonderlich deckend und ich krieg's auch mit Aquarell nicht hin, auf so großer Fläche etwas Einheitliches mit Farbe zu machen. Deswegen habe ich mich halt fürs Acryl entschieden. Es hat auch relativ gut geklappt. Ich werde mit dieser seltsamen Kombi sicherlich noch experimentieren. Das ist das erste Mal, dass ich Acryl und Aquarell so gemischt habe. Und ich bin immer noch überzeugt davon, dass es mit dem Können, was ich momentan habe, die beste Hintergrundvariante ist. Verzeiht mir, dass ich zu einer so weihnachtlichen Zeit euch keine schönen schneebedeckten Landschaften oder Supercats im Weihnachtsmannkostüm zeichne, sondern eine Drachenkönigin. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen und Dankeschön an alle, die bis hierhin geschaut haben. Gebt euren Senf in die Kommentare. Habt wunderschöne Weihnachten und ich freue mich auf euch. Dankeschön, tschüss.